Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max. Ja, und für alle Master Chiefs unter uns, heute eine Runde Halo Reach. Und ich habe mich ja belesen. Ich weiß ja, ich meine, ich habe keine Ahnung von Halo, aber ich habe mal ein bisschen Halo Forum gelesen. Und daher weiß ich, dass unter ganz vielen Halo Pros Halo 3 als skilllastiger gilt als Halo Reach. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum. Halo ist für mich eh so ein Buch mit 7 Siegel. Wir haben das, der Friseur und ich, wir haben das im Singleplayer gespielt und wir haben null durchgeblickt. Was weiß ich, der Prophet ist auf der Arche und tötet den Dämon und was auch immer. Also es ist für Leute, die in dem Halo-Universum nicht drin sind, sehr, sehr schwierig, da durchzublicken. Ich weiß nur, der Chuck Norris des Weltalls, also quasi der Master Chief, ist der Held. Und was ich auch noch weiß, ist, weil ich ganz besonders clever war und im Wiki nachgeguckt habe, dass der Master Chief in echt wohl John 117 heißt und ein Spartan 2 ist. Sehr interessant. Der spielt hier The DNB Team, also heißt der YouTube-Channel, das ist unten verlinkt. Und der hat mir angeboten, wenn euch das hier gefällt. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Probleme, öfters mal ein bisschen Halo hochzuladen, denn ich gucke mir Halo-Gameplays wirklich gerne an, auch wenn ich keine Ahnung von Halo habe. Aber warum, das erzähle ich euch gleich. Der hat mir angeboten, wenn euch das gefällt, deswegen müsst ihr unbedingt in die Kommentare schreiben, ob euch Halo-Gameplays gefallen. Und so wie ich das aus dem letzten Video deuten konnte, fanden viele die Idee mit Halo-Gameplays wirklich gut. Hat er mir angeboten, euch ein MLG-Playlist, glaube ich, Gameplay mir zu schicken. Und da müssen wir mal gucken. Das würde ich mir auch gerne mal angucken. Ja, ich gucke mir nämlich Halo Gameplays ganz gerne an, obwohl ich keine Ahnung von Halo Gameplays habe. Ich habe mir auch schon ein paar Livestreams angeguckt von, boah, frag mich nicht, STR8, Straight 8. Ihr seid, oder irgendwie so, ihr seid bestimmt die wahnsinnigen Pros und wisst, wie man die ausspricht. Und da habe ich mir, glaube ich, Capture the Flag war es angeguckt oder so. Und die ging unglaublich ab. Ihr werdet mich natürlich jetzt auch sagen, Noob, ja, du weißt ja nicht mal, wie die Top-Clans hier heißen oder so. Nein, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe von Halo wirklich nicht viel Ahnung. Und das macht mir wirklich Spaß anzugucken, denn es ist wirklich sehr nah am ganz klassischen Shooter-Gameplay dran. Nämlich bewegen, gescheites Movement und einfach zielen, schießen und schnelle Reaktion. Und das ist das, was mir auch in COD ja so ein bisschen abgeht bei der ganzen Geschichte. Da sehr viel Killstreak-Gebäsche und sonst was. Das ist ja in Halo einfach nicht. Für mich ist klassisches Gameplay sowas wie Quake 3 beispielsweise. Da ging es einfach darum, derjenige, der am schnellsten ist, derjenige, der am besten spielt, dass derjenige gewinnt. Und deswegen gefallen mir so Spiele wie beispielsweise Killzone auch nicht, dass es einfach sehr langsam ist. Und für mich ist klassisches Shooter-Gameplay schnell und muss auch kein realistisches Szenario sein. Und was man oft hört, ja, dass Halo so das Skill-Game schlechthin ist, dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Was man sagen muss, es ist ein Xbox-Only-Spiel. Es hat, auch wenn das immer geleugnet wird, minimalen Aim-Assist. Das merkt man auch eindeutig, wenn man das spielt. Das merkt man beispielsweise, wenn man über den Gegner drüber geht, dann stickt so das Fadenkreuz so minimal dran. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich meine, das ist ein Konsolenspiel und da kann keiner erwarten, dass man hier die übelsten über die Map Headshots verteilt, ohne irgendwie eine Minimalhilfe. Aber im Vergleich zu Black Ops hält sich doch die Aim-Hilfe in Halo sehr in Grenzen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, vielleicht sollte ich noch sagen, was er hier spielt. Er spielt anscheinend, so wie sich das nennt, Team Slayer. Also das ist wohl ein klassisches Team Deathmatch. Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, muss am Ende mal auf die Namen gucken, dass er hier mit seinem Clan zusammenspielt. Vermute ich doch mal ganz stark. Denn ich vermute mal, dass in besonders in Spielen wie Halo das auch wirklich extrem wichtig ist, dass man ein gutes Team hat. Denn man sieht schon, die Gegner halten verhältnismäßig viel aus für uns COD-Spieler. Deutlich, deutlich mehr als in COD. Und ich denke mal, da ist wirklich Teamarbeit auch sehr eine sehr wichtige Sache. Das merkt man auch in anderen Spielen, wo die Gegner mehr aushalten. Da kommt es oftmals wirklich darauf an, dass man gut zusammenspielt und dann basht man auch nicht mal alleine drei Leute. Ich könnte mir vorstellen, das funktioniert ja gar nicht. Und um nochmal auf klassisches Shooter-Gameplay zurückzukommen, ich habe ja damals relativ ausgiebig, ja, und wir waren damals auch ganz gut, damals, das war, ist ewig her, Counter-Strike, das war so 10 Jahre, 8, 9, 10 Jahre her, haben wir ja Counter-Strike gespielt, auch auf Turnieren, und ich kann euch sagen, das hatte damals nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was viele Leute heute unter Shooter-Gameplay verstehen. Ja,
es gab letztens einen lustigen Artikel auf der GameStar, wo sie gesagt haben, dass das Selbstzielen und Selbstschießen in Modern Warfare 4 abgeschafft wird. Es wird zum interaktiven Film umfunktioniert, wo alle 10 Sekunden was explodiert. Und da finde ich es ein bisschen bedenklich, dass der Trend tatsächlich in diese Richtung geht. Und deswegen gucke ich mir wirklich auch gerne Sachen an. Ich habe mir auch letztens sogar wieder Quake 3 Videos angeguckt, das wird ja immer noch gespielt. Und es ist einfach wirklich mal schön zu sehen, dass Leute, die gut sind, auch die Leute sind, die übelst bashen. Und nicht irgendwelche Glücks-Gameplays, wo halt einer mal irgendwie 5 Kills gemacht hat und jetzt hier mit Chopper gerne alles owned. Denn, ja, hier sieht man wirklich, wer was kann. Und auch wenn ich keine Ahnung von Halo habe, ich sehe dem Vira-Spiel, dass er das wirklich ganz gut kann. Man sieht schon, wie er die Granate auf einen wirft, der da sein komisches Schild anmacht und noch während die Granate noch nicht mehr explodiert ist und er noch gar nicht weiß, dass der Gegner stirbt, schon auf den nächsten switcht, weil er einfach weiß, wenn die Granate in die Luft geht, vom Timing her, der Gegner ist platt. Und Timing, Reaktion, Movement, das ist halt alles das, was klassische Shooter-Gameplay ausmacht. Und wo ich hoffe, dass es eventuell in Zukunft ja, sich da vielleicht kurz so ein bisschen wieder auf die Kotz 2 Schiene besinnt und es nicht übertreibt mit Explosionen und extremen Killstreaks. Und ich hoffe, dass einfach ein bisschen mehr Spiel mit der Waffe wieder reinkommt. Aber das habe ich ja auch schon in anderen Videos gesagt. Und ja, müssen wir mal abwarten. Gameplay ist fertig. Schreibt unbedingt unten rein, ob ihr demnächst noch ein paar mehr Halo Gameplay sehen wollt. Zum Beispiel aus der MLG. Legit. Das wollte ich ja immer mal sagen. Playlist. Und dann am Ende, glaube ich, 26-3, was mir für Halo, wenn ich mir das angucke, als saugutes Ergebnis ist. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.